Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Visions of Mana. Juhu. Weiter machen wir. Wir haben ein paar Nebenaufträge zu erledigen. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich mit rein... Achso, wir müssen uns erst entschuldigen, bevor wir die Nebenaufträge dann angehen. Okay. Dann sprechen wir mit dem Rambo. Ramco natürlich. So, so. Ramco? I'm so... so sorry. I was stupid. I got so caught up in Shiryu that I neglected you. But in the end, you were the only one who understood me. I have to go and meet with Sylphid now in order to become the Alm of Wind. I guess this is... goodbye. Go back to your home in the Sanctum. Farewell, my friend. This isn't the way to the Wind Sanctum, you know. You really? You really want to come with me? Cool. The Ramco. Okay, let's get moving. Sollen wir noch einen im Team oder was? Die temperamentvolle Karin ist darauf spezialisiert, Gegner mit im großen Umfeld mit dem Speerschaden zuzufügen. Sie wird im Kampf von ihrem treuen Begleiter Ramco unterstützt, die ihr mit Folgeangriffen zur Seite steht. Wenn Karinas Stufe steigt, wird auch Ramco im Kampf stärker. Aber sei unbesorgt, gegnerische Angriffe können Ramco nicht so anhaben. Mir ist es Don't worry. I'm here to protect you. Let's go. I'm just glad that you and Ramco made up. Also im... Warte mal. Gibt es andere? Gibt es in der Demo? Mir vorkommt, sind die hinter uns hergelaufen. Ah, außerhalb der Stadt. Im Kuh. Okay, wir haben Nebenaufträge. Das sehe ich zu erledigen. Okay, sie hat tatsächlich gleich viel bekommen wie, also sogar die Erfahrungspunkte im Level hat sie gekriegt. Die gleichen. Also wird es vom Hauptcharakter dann direkt so übernommen, ne? Wie weit du mit dem bist, so weit ist dann der andere Charakter. Oder der neue Charakter. Hallo. Tut mir leid, ich kann gerade nicht. Diese Mühle wurde uns heute als reparaturbedürftig gemeldet und könnte jeden Moment zusammenbrechen. Du solltest lieber etwas Abstand halten. Was? Mein Meister möchte, dass ich die Reparaturen ohne seine Hilfe durchführe? Du liebe Zeit. Ich habe noch nie alleine eine Mühle repariert. Aber irgendwann musste der Tag ja kommen, an dem ich selbstständig arbeiten muss. Danke für die Lieferung. Ich mache mich gleich ans Werk. Du Zwerg, so. Haben wir die erste Lieferung ausgeliefert. Noch eine zweite. Das ist witzig, wir kommen von außen von der Stadt. In der Stadt stockt das Game ein bisschen. Außerhalb nicht. Läuft es wieder flüssiger. Mit halt von der Performance her noch ein bisschen wischiwaschi sein. Hier der Ort. Was ist hier überhaupt? Wanna do this the hard way, huh? You're mine! Don't let it get away. Ramco eats punks like you for breakfast. Hmm.
Aber es kann natürlich auch der Brief sein. Ich glaube, da vorne tatsächlich schon mal. Yes. Kasches Brief. Relevant für den Nebenauftrag. Können wir den Brief lesen? Ah, da haben wir das Wörterbuch. Schau, da ist es drin. Können wir aber nicht anschauen. Ja, ich weiß nicht, für was habe ich die anderen Kasper. Die Mümmler, die Riesenlümmler. Easy. Okay, was haben wir hier jetzt dann? Der Schir- also das dürfte der andere Lehrling sein. Hm? Hm, ja, ich bin Orschis Lehrling. Was kann ich für dich tun? Ja, Orschi. Was, der Meister kommt nicht und er will, dass ich die Mühle ganz alleine repariere? Verstehe. Er will also sehen, wie gut ich mein Handwerk beherrsche. Na schön, dann kann ich nur versuchen, meinen Meister nicht zu enttäuschen. Ich versuch's. Und dann haben wir noch den Ort. Nebenaufträge. Das mit dem Ort, so eine Reihenfolge von Nebenaufträgen. Hast du einen Nebenauftrag zur Nachverfolgung ausgewählt, erscheint auf der Minikarte ein Symbol, das dir den Weg weist. Vorher dem Symbol, um schnell ans nächste Auftragsziel zu gelangen. Das wissen wir jetzt eh schon. Ah, da steht da die Belohnung dabei. Belohnung, heilendes Licht. Die Finger müssen wir sammeln und auf den Spuren des Malers. Okay, dann müssen wir die Pilze sammeln und natürlich noch. Gesehen haben wir das auf jeden Fall ja schon. Kommt mir halt vor, das dürfte da hinten wo gewesen sein, wo diese starken Gegner waren. Und das, wo ich das aneinander geküpft bin auf den. Oder? Sehr gut. Die Nebenaufträge, die bringen halt ein bisschen Money, ne? Die gehen ja immer weiter raus. Also das sind die Storken, gell? Und die halten uns lieber fern. Manche Gegner brauchen wir wirklich noch nicht.
Kommen uns da mit Level 50 Gegner daher? Wo bin ich denn? Drin? Ich glaube, das ist da, wo der Wasserfleck ist. Der eine, wo die ganzen Drohnen rundherum sind. So hätte ich es halt im Gefühl irgendwie. Komm mal nix. Wie immer halt. Was ich mit dem Boomerang jetzt machen kann, habe ich noch nicht ganz verstanden. Gut. Schauen wir mal, ob wir das finden. Da sind einmal die Pilze, die wir brauchen. Watch yourself, everyone. Ah, da ist der Finger. Super. Ah ja, und plus wir können ja bei ihr wahrscheinlich ja auf Fähigkeiten, Techniken zuweisen. Fähigkeitssamen, Gifthämmer, Schuriken. Schnittschaden. Erhöht Geist, Magieabwehr und Geist. Das ist ein bisschen blöd. Weil du siehst ja nie, wer jetzt was angelegt hat. Also unten sehe ich es, jetzt sehe ich es, okay, unten ist ein Zeichen. Er hat es equipped, okay. Und dann kann sie die Lebensrune haben. Und wir müssen Feuerball. Das erste Mal. Okay. Gut. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Es muss dort unten sein, wo die eine dort wollte ich eigentlich hin. Aber es kann auch da drüben gewesen sein. Ich kenne mich ja selber nicht aus. Juhu! Das heißt, wir haben mit unserer Gewalt immer einen Supporter dabei, der gerade mit aufzählt wie das Charakter. Ganz immer heilt. Man ist ja spannend eigentlich. Ah, da ist der nächste. Mirzokyt oder wie er heißt. Mirkyl. Mirkonit. Sehr gut.
Und wie weiß ich dann, dass ich an der Stelle bin vom Gemälde? Also war noch einer. Hoppala. Upsi. Weil die Truhe ist tatsächlich da oben. Okay, okay. Ja, an die kommen wir ja nicht wirklich ran. So müssten wir scheinbar da auch irgendwie rein. Den lassen wir mal da stehen jetzt. Ich war der Meinung, dass es... Was das? Die steht ja da drüben, habe ich gemeint. Dass es da drüben irgendwo ist. Da ist zum Beispiel der Baum, also ein Baum so. Hier irgendwo. Baum ein bisschen auf der Anhöhe mit einem Wasserfall. Bin ich nicht da richtig? Muss hier sein, wo? Aussicht, ah! Okay, so geht es. Das ist es. Das dürfte der Ort sein, den Dani gemalt hat. Lass Fiona wissen, dass deine Suche vorher war. Siehst du, Dani, haben wir dein Bild gefunden. Schöne Grüße. Schön, dass du es gemalt hast. Das ist also die Landschaft, die Dani als Motiv gedient hat. Was für eine wunderbare, sanfte Brise, und die Sturmspitze sieht von hier einfach atemberaubend aus. Denke, ich werde noch ein Weilchen bleiben und diesen bezaubernden Anblick auf mich wirken lassen. Danke, dass du mich hergeführt hast. Bitte. Helping out people in need can be so rewarding. Goldkreuzke. Machen wir ja alles. Für die liebe Dani. Versteh ich doch. So, super. I guess this means I've improved. Ja, ja. Warte, da drüben holen wir noch den. Den Honig. Got some syrup. Juhu. Eigentlich lösen wir noch vom Lernen. Das heißt, die Fingerchen und alles haben wir beisammen. Und jetzt könnte man natürlich einmal die Schnellreisefunktion nutzen, oder?
navigieren auswählen. Ja, ja. Where to next? Na, das war eigentlich gar nicht so schlau, oder? Bin ich beim Aschepfad, das wollte man nicht. So, da wechselt er einfach. Aha. Ja, gut, das Meridian to travel. War es blöd von mir. Wir sind hier. Da wollen wir hin. Na. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir eh schon richtig. Es war nur durcheinander, gerade ich stehe wieder oben bei der Karte, weißt du? Okay. Was sagen wir mal zum Erledigen? Die uns dann halt scheinbar ein bisschen Geld einbringen dürften. Und Gegenstände. Denk viel mehr als das wird es eh nicht geben. Got some syrup. Du hast einen Brief. Huh? Aber das ist ja mein Brief. Und das Siegel ist ungebrochen, also hat wohl auch niemand den peinlichen Kram gelesen, den ich da reingeschrieben habe. Der Göttin sei Dank. Eine Sekunde mehr, vielleicht. Ich gehe sofort hier und gebe ihr den Brief. Man weiß schließlich nie, was der morgige Tag bringt. Dir noch einmal vielen Dank dafür, dass du für mich losgezogen bist. Hier ist ein bisschen schade, dass es tatsächlich keine Erfahrungspunkte gibt dafür. Sondern, ja, Gegenstände, Geld. Wenn es halt geile Gegenstände sind, dann bist du zufrieden, dann ist egal, ne? Aber wahrscheinlich wird es eher mehr Mist auf Dauer. Oh, so sehen also die Mikrodenfinger aus. Interessant. Sie sind so rundig und haben eine feste Konsistenz. Ich kann es kaum erwarten, sie in der Pfanne zu schmoren. Vielen Dank, dass du die ganze Lauferei auf dich genommen hast. Bitte, dieses Geschenk ist nur für dich. Helping out people in need can be so rewarding. Pfeilhagel. Ja, wir bräuchten heute mal jemanden, der mit Pfeil und Bogen gehen kann. Wenn wir schon so eine Sachen bekommen, ne? Weil das ist ja wieder Technik. Also Fähigkeitssamen halt. Und er möchte im Dreh eines vom Pfeilhagel vor, er hat 4 Pfeile ab und fügt den Gegner Schnittschaden zu. Oh. Ja, müssen wir mal schauen. Kann doch scheinbar, ist egal, kann man einfach einsetzen. Sure. Und haben sie es gemacht? Wunderbar. Wenn sie mich nicht mehr brauchen, Dann kann ich mich ohne schlechtes Gewissen zur Ruhe sein. Dann kann ich mich, okay? Da fällt mir ein Stein von Herzen. Der Wind ist wirklich fantastisch heute. Danke, dass ihr den Botengang für mich übernommen habt. Hier, das ist für euch. Heilendes Licht, das heilt auch die Gicht. Das dürfte, ja, wie schon klingt, was Heilendes sein. Ihr müsst einen dritten Einsatz von heilendes Licht. Er bittet die Kraft der Lichtgeister, um die DP des Anwesens oder das Verbündeten wiederherzustellen. Was haben wir da unter Strategie? Ah, Taktik, ja, Ziel, Großteil aufsparen. Ausgeglichen, Großteil aufsparen, okay. Hälfte aufsparen. Ja, lassen wir mal so, ne? Wenn ein Großteil aufspart, ich meine, wofür, ne? Kommt halt immer drauf an, wofür sie es dann aufspart und dann beim Bosskampf setzt es dann auch nicht an. Oh! Yep, Dud Bears can be found all over the world. At least that's what Shiri.
you know what? Never mind. Let's be sure to greet any dud bears we spot during our travels. We'll probably end up with spare grizzly syrup to trade anyway. Würde er jetzt was haben von uns? Mausbären sind freundliche kleine Kreaturen, die nichts mehr lieben als Bärenhonig. Wenn du unterwegs Mausbären begegnest und ihnen Honig anbietest, tauschen sie ihn vielleicht gegen wertvolle Gegenstände ein, die sonst nur schwer zu beschaffen wären. Ja, jetzt ist er weg, oder was? Achso, nein, jetzt ist er noch hier schon. Da oben haben wir jetzt was, aber... Ein Mausbär. Komm mal her, du Mausebär. Und der hier? Babu, Badudu, Babu, Madudu, Bub. Bärenhoniger. Maus, hallo. Maub, tschüss, nein. Mauba, du, ich. Ja, aber das muss ich mir selber merken. Mauba, ba, 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 viele. Mau, mau. GAK, ist für Arschlöcher. Das ist ein österreichischer Fußballverein. Der jetzt aufgestiegen ist in die Bundesliga wieder. Nach sehr vielen Jahren. Dada! Bob, der Baba, du Bob. Schokolade? Boah, okay. Eine Stärke-Serum erhöht Stärke um 1, nur in begrenzter Stückzahl erhältlich. Ausdauer-Serum. Ah, davon hat er 3. So ist es zum Verstehen. Ja, ich nehme mal mit, was möglich ist. Weil die Dinge sind sicherlich nicht verkehrt, wenn man wie verrückt einsammeln, ne? Weil die erhöhen den Charakterwert ja permanent. Und das ist sicherlich nicht verkehrt. Weil da ist er jetzt so durchgefallen. Ja, weil ich hier nicht doppelt springe. Ich will immer doppelt springen. Weil ist es halt schon so gewohnt. So. Wir werden sicher nochmal da zurückkommen. Yes. Die warten schon. Karina, the wind conveyed the news. You are off to consult with Silphid, the elemental of wind, if I am not mistaken. There's nothing you can say that'll change my mind. I'll become the Om and make you see you were wrong about me. About everything. Soul God, as you can see, young Karina is as stubborn as can be. But we cannot disobey the fairy's guidance. Please, see Karina safely to wherever she is needed, be that the mana tree or otherwise. You can count on it. Well, you heard him. Just remember that you'll have me to thank for the Vale's prosperity from here on out. Before you leave, Soul Guard, Kraftrune. Defensivrune. I would have you take this seed with you. It is said to bring forth hidden abilities of the bearer. Take it with my blessing. Thanks. I'll find a use for it. Wir müssen einmal. The Elves are necessary to preserve a future for the whole world. It is our duty, much as a Soul Guard's duty is to protect us. Karina, an oracle of wind, wishes to take upon herself the task of an alm of her own volition. No one fights against their fate if they themselves choose to bear it. We all have our individual roles to play, places from which we hail, ways of life. All of these affect the future. And I am proud to be the bearer of such an important mission for those who may come after. Ich finde es immer schön, dieses Zwischending, was er so ein bisschen reinspricht. Na, ich wollte auch sagen, wir müssen ja mal schauen, dass es sich irgendwie erweitert, ne, damit wir mehr anlegen können, weil bisher können wir nur 2.
anlegen. Das ist irgendwie schade, ne? Mind letting me get a piece of that thing the chief gave you before we left? I figure I need to be as strong as I can be to fight monsters. Du hast ja schon was gekriegt. Wait, you're going to fight too? Da kämpft schon die ganze Zeit. Blossom, but I'm a force to be reckoned with. That wasn't the happiest farewell back there. Will you be able to set out on the pilgrimage straight away if you're chosen as the Ulm? Don't worry, I'm not leaving anything behind that I care about. Honestly, I couldn't wait to leave. I've always wanted to see what's out there in the world. Back in Longrin, they don't let you travel much unless you're chosen to be the Ulm. If it weren't for you showing up when you did, I'd still be stuck in town, itching to get out. Thanks for that, so interessant, dass denn jetzt für rumkommen, obwohl die Flügel haben, dann müsst ihr durch die Welt fliegen können. The people of Tiania sure are friendly. Or maybe you folks are the exception. Ein schönes Schuppen. Komm, Ramko. Der wird sicher noch groß werden auf der Reise und dann können wir auf ihm dahin gleiten. Sturmspitze. Auf jeden Fall müssen wir den Honig noch sammeln. Ein bisschen brauchen wir noch, dann können wir uns das andere Teil auch gleich holen. Yes. So, Uhu. Oder Falke. Sowas. Oder Boomerang. The elemental vessel is reacting to something. How strange. Oh! I do believe the spirits wish to aid you on your journey. Elemental vessels can tap into different types of mana and bestow those powers on their wielders. Don't hesitate to use them during your travels. Ja, wie? And now, I must be off. Tschüss. Du kannst jetzt Jane's Boomerang verwenden. Und wie? Wenn du eine neue Geistreliquie erhalten hast, kannst du im Menü Ausrüstung, Fertigkeiten und Reliquie bestimmen, welche Elementarkraft ein Charakter im Kampf nutzen soll. Sobald du eine Reliquie aus der Liste auswählst, verleihen die Geister dem Charakter die Kräfte des entsprechenden Elements und er vollführt einen Klassenwechsel. Oh. Nach der Anwendung im Kampf benötigen Reliquien etwas Abklingzeit, bevor sie wieder einsetzbar sind. Du kannst die Zeit verkürzen, indem du gegen mit normalen Angriffen und Spezialangriffen Schaden zufügst. Schalte eine Windklasse frei. Die steht nun das Reliquienmenü zur Verfügung. Hier bestimmst du, von welchem Elementar dein Charakter sich ihre Kraft leihen und rüstest die entsprechende Geistreliquie aus. Zwei Hände, was hat er jetzt? Beflügelt vom Element des Windes sind Runenkrieger dazu in der Lage, ihre Waffe im Kampf mit Verstärkungsmagie zu belegen. Dadurch können sie auch mit schweren Klingen mühelos mächtige Angriffe ausführen. Die Kraft des Windes stürmt in dir. Die Gunst der Geist, erstmal die Klasse. Ich habe keine neue Klasse freigeschaltet. Du hast die Klasse zu Runenkrieger gewechselt. Klassen verleihen deinem Charakter die Kräfte eines spezifischen Elementars und haben großen Einfluss auf ihre Stärken und Schwächen im Kampf. Beim Klassenwechsel ändert sich die Statuswerte des Charakters und einzigartige Klassenfähigkeiten werden verfügbar. Gegebenenfalls ändert sich auch die Waffe, die dein Charakter im Kampf führt. Experimentiere mit den Klassen, die jeden deiner Charaktere zur Verfügung stehen und teste aus, welche davon am besten zu deinem Spielstil passen. Als Elementarbrett. Mit dem Elementarbrett können deine Charaktere lernen, das volle Potenzial der Elemente auszuschöpfen. Je mehr Felder sie freischalten, desto mächtiger werden sie im Kampf. Einmal auf dem Elementarbrett erlernte Techniken können auch
nach einem Klassenwechsel weiterverwendet werden. Dies gilt jedoch nicht für auf dem Elementarbrett erlernte Fähigkeiten. Die einzelnen Felder auf dem Elementarbrett können mit Elementarpunkten EP freigeschaltet werden. Diese erhältst du entweder beim Berühren von Elementariten, die überall auf der Welt zu finden sind, oder indem du Goldkreuz Clan Elementarpunkte umwandelst. Okay. Shins Boomerang beherbergt die Macht des Windelementars Shin. Er kann heulende Winde heraufbeschwören und tosende Stürme bändigen. Drücke RT, um einen Windstoß über das Schlachtfeld zu schicken. Gegner, die von der Böe getroffen werden, können sich für kurze Zeit nicht bewegen. Wenn du in diesem Zustand angreifst, regnet das Windklingen auf die Umgebung herab. Mhm. Waffentyp Langschwert, Garudas Sturm. Garuda ist ja so eine Bestie, wenn man will, so von Final Fantasy. Keine Religie ausge... Okay, wir könnten die auch wieder ablegen. Mhm. Elementarbrett. Auf dem Elementarbrett erlernt die Fähigkeiten und scheint sich je nach Element einer Klasse sie jedem Charakter nur in entsprechender Klasse zur Verfügung. Außerdem verleihen diese Fähigkeiten ihrer Klasse eine Vielzahl verschiedener Stärken. Behalte ihre Wirkung stets im Auge und kombiniere sie mit Fähigkeitssamen, die das Potenzial einer Klasse am besten zur Geltung bringen. Den Wirbelschnitt haben wir erlernt. Donnersäbel. Benötigte Punkte 5, wir haben 54. Und sie kann das jetzt auch lernen? Also na, EP 5. Okay, erlernt Donnersäbel, bitte die Kraft der Windgeister, um die Waffe des Anwenders oder eines Verbündeten mit Element Wind zu belegen. Wenn die eigene Waffe mit einem Element belegt ist, erhöht sich der Angriff um 20%. Okay, jetzt können wir Gold klimmen. Okay, wir haben uns einmal das freigeschaltet. Und jetzt ist meine Frage. Habe ich das dann einfach oder wie? Das ist der Donnersäbel jetzt, okay? Ja, den können wir mal da verlängern. Elementarklinge. Das wäre dann nicht schlau draus, aber ja. Ja, was habe ich denn jetzt eigentlich für ein Schwert? Schwer den Säbel, ne? Zwei Hände. Ah,
Das ist von der Demo. Die Waffe haben wir ja jetzt dann durch das. Aber die hätten wir ja schon kaufen können. Da hat auch jemand, das ist ja ganz so schlauer, auf Steam geschrieben, ja, hat das nicht und bla bla, nach 1,5 Stunden Spielzeit. Ja, steht ja auch dabei, du musst ein gewisse Ding erreicht haben im Spiel, damit du das kriegst. Du kriegst das von Anfang an. Also manchmal ist echt, da fragt man sich schon, was die Leute so, was mit den Leuten los ist. Karina, do you know if Ramco is fully grown? She hasn't grown much since we met, but I think she's still a baby. Our village has tales from olden times of huge sacred beasts flying through the skies on their bright white wings. Then will you give us a lift once you're big enough, Ramco? Ja. She said no thanks. Oh, too bad. I kind of wanted a ride. Komm bestimmt. Ramco says that she'll let you ride on her Hina. No fair. Let's plan our next move. Ja, mir nimmt sie nicht mit. Das ist ja ganz nett. Okay. So, da haben wir noch mehr. Got some syrup. Sirup. Ja, ganz habe ich jetzt nicht verstanden, wie das Elementar ist. Ich switche ihn kaum. Ich habe keine Fähigkeit dafür. Ist die irgendwie eine haben? Oder ist das nicht, haben wir jetzt schon? In Wien scheint man, muss was so sein, ne? Die Klasse haben wir gewechselt. Jetzt ist das was sehr langsam. Aber hat er da ein Riesending oder ein Riesenschwert. Und das nicht in der Hose, meine lieben Freunde, er hat es außerhalb. Spielen kann er, mein Gott, schön. Das ist tatsächlich immer noch. Nochmal. Man glaubt es nicht. Tatsächlich nicht unbedingt machbar in Spielen. Taking this? Taking this? So viel Sirup mitnehmen, wie nur geht, fürs erste Mal wieder. Damit wir gleich dann zurück können, nochmal das andere kaufen, was dann MP erhöht. Taking this? Müssten wir schon fast beisammen haben, eigentlich. Taking this? Fuchsel. Got some syrup. Füchselein. Insgeheim. Bei Berührung des Elementaritis wird ein Teil deiner Mana-Leiste wieder aufgefüllt. Du hältst Elementarpunkte. Du kannst mit allen Elementariten in den Gebieten interagieren, die du bereits betreten hast. Help us out! Thanks for the pick-me-up. Elementares Vergnügen. Jetzt kriege ich die Errungenschaften. Das heißt, habe ich irgendwie keine gehabt. Jetzt kommen sie noch da rein. Let me see. Nice. Bonbon. So, irgendwie müssen wir da drüben hochkommen, ne? Thank you.
Man sieht doch irgendwo hoch. Jetzt nicht weiter, aber schon. Got some syrup. Ja, aber wie? Muss ich da irgendwie einen Weg hochgeben für uns? Geht's hier nirgends drauf? Warte mal, wir haben jetzt sicherlich genug Sirup, dass wir gleich mal das erledigen können im Dorf nochmal. Dann kaufen wir zuerst einmal gleich das auf. Damit wir da mal einen Frieden haben. So mal respawnt das auch. Zumindest schaut es da noch aus. So, Kollege. Eins können wir noch holen. Haben wir alle aufgekauft. Super. Ja. Ich weiß ja nicht, ob der immer wieder neue kriegt. Also wenn wir dann in einem anderen Dorf oder wo immer an anderen treffen, ob der das dann wieder aufgefrischt hat zum Beispiel, ob der dann auch nicht zur Verfügung hat oder ob der... Was ich darauf hinaus möchte, ob die ganzen Mausbären ein gemeinsames Inventar haben. Ne? Also sprich, wenn wir jetzt bei ihm das alles aufgekauft haben, hat der andere nichts mehr. Ne? Das sind so ein bisschen wie die Mogris, ne? Also von Final Fantasy 9, was ich mich erinnern kann, der wandernde Mogri da. Der dann immer so spezielle Sachen hat, wo man dann kaufen kann. Okay, kommt da nicht hoch, ne? Ja. Hier hätte es jetzt passt, sonst. Er kann nur hier irgendwo umstehen, aber dann nicht weiter. Das ist ein bisschen blöd, ne? Aber dann ist echt die Frage, wie komme ich rüber? Hier wieder. Rüberspringen wird es nicht klappen, ne? Nicht einmal ansatzweise. Kommen.
ja nichts, wenn es nicht geht, geht's jetzt nicht, ne? Was immer. Jetzt finden wir noch eine Möglichkeit. About this butterfly. Extra loose. Watch yourselves, everyone. Just what I need. Just one left. That's all of them. Die Speerbiene. Just for you. Das wurde ich nicht. Wir haben es mal eingesetzt. Das geht voll auf. Got some syrup. Bill Bärenhonig, schau, dass er da ruhig da hält. Let me see. This might be useful. Da ist noch so ein Ding wieder. Steinchen. Grant me power! Thanks for the pick-me-up. Ah. Let me see. A rare item. Wissensrune, okay. Intelligenzerhöhung. Schadet nie. Great. Now what do we do? You two aren't that bright, are you? You've got the Vessel of Wind, so use it. See? The Sylphid Boomerang will react when you come across something like this. I get it. We use the power of wind to get past the cliff. Okay? I can do this. There's a first time for everything. Let's give it a try. Ja, jetzt lernen wir das endlich, ne? Elementare Hürden sind geheimnisvolle Ansammlungen von Mana, die im Zusammenspiel mit Reliquien Auswirkungen auf die Umgebung oder auf den Spielercharakter haben können. Du kannst elementare Hürden überwinden, sobald du die zum Element einer Hürde passende Reliquie in deinen Besitz gebracht hast. Erzeuge mit Shins Boomer einen Wirbelwind und springe hinein, um dich fortzubewegen. Mit A wirst du auch in die Lüfte katapultiert, drückst du A erneut, sobald dein Körper aufrichtet, kannst du noch höher und noch weiter springen. So. Resonate. Okay. Taking this. Jetzt ist halt meine große Frage. Kann ich das jetzt dort hinten auch, wo die Truhe ist, weil. Wie soll es uns funktionieren? Oh, ich sehe da keine. Dinge. Hä? Alter, wie sollst du denn da drüben hochkommen? Das ist immer ein Rätsel, wie das funktionieren soll.
Das war wirklich unbegreiflich im Moment. Taking this? Schwierig, okay. Dann schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Let's ride it. I still can't believe it. We made it past the cliff. Yep. It felt like we were dancing together with the wind spirits. With the healthy gust coming from Mount Gala, we're sure to end up where we need to go. Taking this? Spannend. Hier mal wieder. Time to shine. Thanks for the pick-me-up. Müsste man, ich glaube, wieder mal was lernen können. Eine neue Fähigkeit. Eiskalt, okay. Spannend. Grizzly. Spannend, spannend, okay. Let me see. A rare item. Juhu. Ist auch eine Truhe versteckt. Let me see. Nice. Bonbon. Got some syrup. Der Bachblütenhonig. So. Drüben war das. Ich stelle das nicht mehr mit der einen Truhe. Das lässt mir keine Ruhe. Ich will doch nur zu der Truhe. Yes. Die Truhe, die schlafen. Ist eigentlich super, so wie meine Gegner wegballert. Es ist wieder sehr ungewohnt, momentan zu kämpfen, weil er halt so langsam ist. Vorher war er so flott und jetzt sind. Ist er doch sperriger unterwegs. Yes. Gut. Die Windkraft von Shins Boomer kann Felsbrocken zum Schweben bringen, die groß genug sind, um sie als Trittstein zu benutzen. Überquere sie mit Vorsicht und schaue lieber nicht nach unten. Ach hey. Sekunde, also ist ein Fähigkeit, Elementarbrett. Feuergeist, um die Waffe des Anwenders oder einen Verbündeten mit Elementarfeuer zu belegen.
awesome! Keep it up! Ja, aber wo kann ich das anlegen? Schau mal. Ah. Der ist jetzt... Das ist ja der Donnersäbel. Haha, Trottel. Und das ist der Flammensäbel. Logisch. Flammensäbel. B. Kurzbefehl eingerichtet. Alter, da wird dir echt schlecht. Sehr schön. Taking this? There's no coming back from a fall like that. Watch your step. Zum Glück haben wir den Doppelsprung. Got some syrup. Sonst wär's echt schwierig. So geht's ja. How do you think Shiryu is doing? He was in shock, but I think he'll be okay. What do you think, Karina? Me? I'm not even gonna bother thinking about that loser Shiryu anymore. Though I do wish we'd parted on better terms. We didn't even get to say goodbye, really. Im Nachhinein kommt immer die Einsicht. Ah, sie ist vergiftet, okay. Autsch. Taking this? Sie fragt, ob es sich jetzt lohnt, warte mal. This is kind of exciting. A rare item. Ja, Englisch Kelch ist nicht schlecht. Boilerwolf. Eieieiei. Na komm her. There's something strange about this butterfly. Mehr Lusre, Lucre. Auch. Schauen wir uns gleich an. Yes. I'll take you all on. You're not about me. Where are the real monsters at? Sehr schön. Dann schauen wir uns gleich mal die Einträge an, was wir haben. Müssten wir zwei tatsächlich haben, den Blob da oder den komischen. Yes. Activate. Ah, da soll man hin? Wie gemein. Let me see. Is this? Rätselkeks. Yes. Weil das eine ist ja der richtige Weg, dann gehen wir zuerst hier hoch.
logischerweise. Got some syrup. Let me see. Eisschmetterer. Das ist wieder Technik, ne? Gut. Guti, guti. Tutti frutti. Dann schauen wir mal rein. In unser Lexikon. Whalewolf. Dieses Monster war einst ein gewöhnlicher Wolf, verwandelte sich aber in eine Bestie, als dunkle Kräfte in ihm erwachten. Vorsicht vor seinem Beißangriff und seiner Sprungattacke, bei der ihm seine starken Hinterbeine blitzschnell nach vorne katapultieren. Limonenblob, ich glaube, der war es. Ein leuchtender grüner Schleim, dessen Angriffe Vergiftung hervorrufen können. Seine Farbe, Form und Konsistenz wegen Assoziation zum mit Wackelpudding, mit dessen Geschmack hat er jedoch nichts gemein, dieses Schwein. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, nach einer Stunde sieben müssen wir hier mal Folgenende machen, tatsächlich. Es geht nicht anders. Bleibt nicht aus. Das heißt, ich sage auf jeden Fall schon mal Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.